Hallo zusammen und willkommen zurück zu Zahlenspieler. Ich bin Nicknack. Wir beschäftigen uns mit Kämpfen in DSA 5 und diesmal mit der Parade. Parade haben wir schon gesehen, ist zwar immer noch besser als Attacke, zumindest solange man irgendwie wenig Rüstung trägt und deswegen auch der Schaden schmerzt oder andersrum, solange man einigermaßen gut kämpfen kann. Aber es ist trotzdem eher eine schwache Eigenschaft im Vergleich zu den Trefferpunkten oder dem Rüstungsschutz. Wenn wir dann mal die verschiedenen Parademöglichkeiten angucken, dann gibt es als allererstes mal das Ausweichen. Das möchte ich als erstes aus dem Rennen rausnehmen. Verbessertes Ausweichen 3, das sind drei zusätzliche Ausweichenpunkte, ist komplett nutzlos in DSA 5, denn wir haben schon früher festgestellt, es gibt kaum etwas so mächtiges wie Rüstung. Und was darf man nicht tragen, wenn man verbessertes Ausweichen einsetzen will? Genau, Rüstung. Mit anderen Worten, man kann das machen, ich meine, es geht auch um Stilfragen, man sollte halt nur nicht damit rechnen, dass man dann viele Kämpfe gewinnt. Schauen wir mal hier, erstmal bis je nach Erfahrungsgrad irgendwie, wenn man komplett unerfahren ist, ein Gegner ist komplett unerfahren, ja, dann macht das noch nicht so viel, wirklich viel aus, dass man hin und her springen kann, dann ist eine bessere Parade immer noch ein bisschen was wert, aber hier geht es ja gegen Rüstungsschutz 3 und gegen Rüstungsschutz 3. Je besser beide werden, desto weniger Chancen hat man noch. Die nächste Möglichkeit sind Paradewaffen. Paradewaffen führen in DSA 5 im Moment hauptsächlich zu Parade plus 1, mit einer passenden Sonderfertigkeit noch zu Parade plus 2. Parade plus 1 kennen wir, das ist hier aufgezeichnet. Parade plus 2 sieht halt etwa doppelt so gut aus, ist aber auch nicht viel mehr. Liegt etwa bei der grauen Linie und das war es auch schon. Richtig spannend wird es erst bei den Schilden. Bei den Schilden kriegt man nämlich Parade plus 2, 4 oder sogar 6 beim Großschild. Und dafür hat man dann zwar Attacke minus 1, aber wir erinnern uns, Attacke war weniger wert als Parade. Das heißt, das ist auch das ist bei 2 Punkt Parade für einen Punkt Attacke ein extrem guter Tausch. Damit sehen wir auch, bei erfahrenen Kämpfern kommen wir damit auch wieder mit so einem Großschild, ohne irgendwas gelernt zu haben, ohne einen einzigen Abenteuerpunkt ausgegeben zu haben für was anderes als unsere Kampftechnik auf. Sagen wir mal hier irgendwie in dem Bereich 85% Gewinnchance oder vielleicht 4 von 5, wenn wir mal sagen, hier Attacke 14, Parade 8. Wie sieht das Ganze je nach Rüstung aus? Erstaunlich stabil. Man sieht, fast alle Linien sind gleich. Die Schilde nehmen ein bisschen ab, denn klar, wenn man irgendwie mit den Trefferpunkten sowieso kaum durch die Rüstung kommt, dann ist eine höhere Parade auch nicht so viel wert. Und ja, diese Linie, das ist das Ausweichen. Wenn ich gegen jemanden mit Rüstung schon 6 kämpfe und trage selbst keine Rüstung. Das ist bekanntermaßen Selbstmord. So viel zur Parade. Und damit geht es nächstes Mal dann mit der Attacke weiter. Und weil es bei der Attacke eigentlich gar nicht so viel gibt, was wir da machen können, schauen wir uns da jetzt als nächstes schon Kombinationen aus interessanten Sonderfertigkeiten an.